Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 41, Antrag der Abgeordneten Gnadl, Alex Decker und so weiter, SPD, Drucksache 6160 aus 19, betreffend Ausbildung garantieren, Fachkräftebedarf sichern, jungen Menschen Perspektiven geben, zusammen mit Tagesordnungspunkt 59, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend gute Bedingungen für Auszubildende in Hessen, Drucksache 6188 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erste spricht Kollegin Gnadl für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer ohne Schulabschluss oder ohne Ausbildung bleibt, hat ein viel höheres Risiko, arbeitslos oder langzeitarbeitslos zu werden, als solche Menschen, die sowohl eine Schule als auch eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Bildung und Ausbildung ist der Schlüssel zu einem beruflichen, aber auch zu einem persönlichen Erfolg im Leben. Und deshalb dürfen wir es nicht hinnehmen, dass so viele junge Menschen in Hessen noch keinen berufsqualifizierten Abschluss haben. Knapp ein Viertel der jungen Menschen in Hessen ist ohne einen berufsqualifizierten Abschluss. Besonders benachteiligt sind dabei diejenigen, die über keinen oder über einen schlechten Hauptschulabschluss verfügen, oder diejenigen, die Migrationshintergrund haben oder aus sozial benachteiligten Familien kommen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer ohne einen solchen berufsqualifizierten Abschluss bleibt, der arbeitet später eben auch eher in prekärer Beschäftigungsverhältnissen und ist auch häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Diese Selektivität des deutschen Schulsystems setzt sich beim Zugang zu Berufsausbildung fort. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir für mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem und zwischen den Ausbildungswegen sorgen. Es müssen alle Ausbildungswege gleichermaßen ausgestattet sein. Deswegen ist für uns die Gebührenfreiheit für alle Bildungswege besonders wichtig. Das ist für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wichtig, von der Kita bis hin zum Meister oder auch zum Master. Denn Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich mir die Statistik der Bundesagentur für Arbeit vom September 2017 angeschaut habe, konnte ich es wirklich kaum glauben. Hessen steht mit der Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen je Bewerber oder je Bewerberin mit 0,86 im Bundesländervergleich besonders schlecht da. Nur NRW, dort ist das Angebot unter den westdeutschen Bundesländern noch schlechter. Also Hessen ist hier im Bundesländervergleich wirklich auf den hintersten Rängen, insbesondere unter den westdeutschen Bundesländern. Und dann frage ich Sie, wie kann das eigentlich sein? Warum ist in Hessen das Verhältnis zwischen Bewerbern und angebotenen Stellen besonders schlecht? Wo sind die Erfolge auch Ihres Bündnisses für Ausbildung, wenn wir im Bundesländervergleich so schlecht dastehen? Das muss doch dringend geändert werden. Gleichzeitig sorgen Sie noch als Landesregierung selbst dafür, dass die Zahl der neuen Ausbildungsverträge im öffentlichen Dienst sinkt. 2011 waren es noch 806 Ausbildungsstellen in der Landesverwaltung, und 2015 waren es nur noch 531. Und diese Reduzierung haben Sie bewusst herbeigeführt. Mit der Begründung des demografischen Wandels werden weniger Ausbildungsstellen gebraucht. Aber das ist doch falsch.
Und wenn man sich die Zahlen, die ich Ihnen eben genannt habe, anschaut, dann sieht man doch, dass diese Begründung falsch ist und dass in Hessen zu wenig Ausbildungsstellen im Bundesländervergleich angeboten werden. Und da muss doch eine Landesregierung selbst mit gutem Beispiel vorangehen, statt die eigenen Ausbildungsstellen zurückzufahren. Nehmen Sie endlich Ihre Verantwortung an dieser Stelle ernst. Sie selbst geben weniger jungen Menschen die Chance auf eine Ausbildung und erhöhen damit zugleich das Risiko, dass der öffentliche Dienst selbst auf ein Nachwuchsproblem hinsteuert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Zahl der hessischen Betriebe, die ausbilden, ist zurückgegangen. 2016 haben sich nur noch 19% aller Betriebe an der Ausbildung beteiligt. Die Anzahl der Ausbildungsbetriebe sank im aktuellen Berichtsjahr nochmals um 200 Betriebe. Und im Vergleich zum Jahr 2018, das einen Hochpunkt der Ausbildungsbeteiligung bildete, haben sich rechnerisch 14% der Betriebe aus der Ausbildung zurückgezogen. Und darunter sind vor allen Dingen auch Kleinstbetriebe. Und deswegen muss ich auch an dieser Stelle sagen, dass das Bündnis für Ausbildung seinen eigenen Ansprüchen und seinen eigenen Zielen nicht gerecht wird und dass es das einmal mehr zeigt, dass es einer wesentlich größeren gemeinsamen Kraftanstrengung zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik braucht, um mehr junge Menschen in Ausbildung zu bringen. Und dafür brauchen wir eben auch mehr Engagement seitens der Betriebe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ich besonders erschreckend finde, ist, dass der sogenannte Übergangsbereich in Hessen ebenfalls in den letzten Jahren gewachsen ist. Immer mehr Menschen stecken in berufsvorbereitenden Maßnahmen, die aber nicht unbedingt in eine Arbeit direkt vermitteln und die sich teilweise immer mehr zu Warteschleifen für junge Menschen entpuppen als zu einer tatsächlichen Berufsvorbereitung. Es ist nach wie vor nicht erkennbar, dass Sie und wie Sie das Übergangssystem so reformieren wollen, dass gerade dieses Übergangssystem auch einen tatsächlichen Übergang in eine Ausbildung oder in einen Beruf darstellt. Gerade in diesem Bereich fließen unglaublich viele Mittel. Und die steigenden Zahlen zeigen uns, dass wir nicht mehr Geld in diesem Bereich brauchen, sondern dass wir endlich daran gehen müssen, die bei den unterschiedlichen Akteuren vorhandenen Mittel gezielter einzusetzen. Es bedarf einer grundlegenden Reform dieses Übergangssystems. Das ist unsere Auffassung. Unsere vordringliche Aufgabe muss es sein, dafür zu sorgen, dass alle jungen Menschen einen Schulabschluss absolvieren, um dann eben mit einer Ausbildung oder einem Studium die Möglichkeit zu erhalten, ihr eigenes Leben zu gestalten. Dabei ist es uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wichtig, dass wir wieder ein Bewusstsein dafür schaffen, dass eine Berufsausbildung genauso viel wert ist wie ein Studium. Berufliche und akademische Ausbildung. Berufliche und akademische Ausbildung sind für uns gleichwertig. Und wichtig ist, dass wir junge Menschen eben dazu befähigen, den für sie richtigen Weg am Ende zu finden und diesen richtigen Weg auch einzuschlagen. Und damit sie diesen Weg einschlagen können, muss wesentlich mehr im Bereich der Berufsorientierung getan werden, und zwar in allen Schulen. Formen, und zwar auch endlich frühzeitig. Die Probleme müssen frühzeitig angegangen werden. Wir wollen damit ab Klasse 5 anfangen. Und zentraler Ansatzpunkt ist für uns als Sozialdemokratie das Fach Arbeitslehre. Denn Berufsorientierung, wie sie im Fach Arbeitslehre vermittelt wird, muss auch an den Gymnasien mit Pflichtstunden unterlegt werden. Denn Berufsorientierung nur einmal so nebenbei, das funktioniert nicht.
Behandeln Sie das Fach Arbeitslehre nicht weiter so stiefmütterlich und verstärken Sie die Ausbildung auch der Lehrerinnen und Lehrer in diesem Bereich. Dafür müssen mehr Studienplätze angeboten werden. Der hohe Anteil an fachfremdem Unterricht in der Arbeitslehre durch Lehrerinnen und Lehrer, die nicht für das Fach ausgebildet sind, muss zurückgefahren werden. Auch außerhalb der Schule bedarf es guter Angebote, die Jugendlichen eben beim Übergang in das Berufsleben beraten und unterstützend zur Seite stehen. Repräsentative Umfragen haben gezeigt, dass nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler überhaupt sich gut informiert fühlt, welche beruflichen Möglichkeiten ihnen offenstehen. Und dies gilt für alle Schulformen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die duale Ausbildung ist eine Erfolgsgeschichte, um die uns viele andere Länder in der Europäischen Union auch beneiden. Und sie ist wichtig für unsere Nachwuchssicherung der hessischen Wirtschaft. Allerdings gerät die duale Ausbildung durch viele Faktoren immer weiter unter Druck. Immer weniger Betriebe bilden aus. Angebotene Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Insbesondere brauchen Kleinst- und Kleinbetriebe auch im Bereich der dualen Ausbildung mehr Unterstützung als bisher. Wir wollen, dass die Ausbildung für die Betriebe wieder attraktiver wird. Dafür bedarf es auch ein hessisches Tariftreue- und Vergabegesetz, das Ausbildung nicht nur als Kann-Regelung aufnimmt, sondern auch als Pflichtregelung vorsieht, um auch die Unternehmen bevorzugt, eben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu berücksichtigen, die ausbilden, meine sehr verehrten Kollegin Damen und Herren. Kollegin Nader, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme gerne zum Schluss. Es ist wichtig, dass wir die beruflichen Schulen so stärken und auch flächendeckende berufliche Schulen im ländlichen Raum dafür Sorge tragen, dass auch Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum Berufsschulen noch wohnortnah erreichen. Wir brauchen Hilfen aus einer Hand als Unterstützungsmaßnahmen für diejenigen, die Unterstützung bedürfen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Ziel ist klar, allen jungen Menschen brauchen eine Ausbildungsgarantie. Alle unter 35 müssen einen Anspruch auf eine berufliche Qualifikation Kollegin Gnadl, haben. Bitte. Denn das sichert ihnen ein selbstbestimmtes Leben. Danke schön. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Heitland, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die SPD zeichnet in ihrem Antrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs ein grausiges Bild der hessischen Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation. In Hessen würde man nicht genug für durchlässige Bildungswege, Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund und für die Berufsorientierung tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir, in diese Schauergeschichte den nötigen Realitätsgehalt zu bringen. Vorab sei gesagt, dass berufliche und akademische Ausbildungen für die Hessische Landesregierung den gleichen Stellenwert haben. Die CDU hat sich stets dazu bekannt, dass Bildungswege an die jeweilige individuelle Lebenslage und Leistungsfähigkeit der Menschen angepasst werden müssen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es an dieser Stelle nicht etwas seltsam, dass die SPD, die sonst immer eine Vereinheitlichung im Bildungssektor proklamiert, plötzlich den Bildungsindividualismus für sich entdeckt hat?
Meine sehr geehrten Damen und Herren, entsprechend unserer seit jeher artikulierten Ziele ist es doch letztendlich die Hessische Landesregierung, die für Durchlässigkeit der Bildungswege in Hessen sorgt und diese weiter ausbaut. Die Fakten sprechen da übrigens für sich. Bereits 2005 haben wir für Absolventen der Meisterprüfung und 2010 für vergleichbare Abschlüsse der beruflichen Aufstiegsfortbildung eine Möglichkeit zum Studium an den hessischen Hochschulen geschaffen. Mit der Neufassung des Hessischen Hochschulgesetzes haben wir darüber hinaus zu einem Modellversuch die Möglichkeit eröffnet, Absolventen mit mittlerem Bildungsabschluss erstmals entsprechend Zugang an den Hochschulen des Landes zu erhalten. Zudem arbeiten wir eng mit den Industrie- und Handwerkskammern in Hessen zusammen und lancieren gemeinsam Initiativen, die die Attraktivität der beruflichen Bildung für Abiturienten und Studienabsolventen sowie Studienabbrecher steigern. Und so tragen wir bereits heute entgegen der Behauptungen der SPD zum Abbau von Hürden zwischen Bildungswegen bei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Uns ist es wichtig, junge Menschen dabei zu unterstützen, den für sie jeweils richtigen beruflichen Werdegang einzuschlagen. Daher verbessern wir kontinuierlich die Berufs- und Studienorientierung in den Schulen gemeinsam mit den relevanten Akteuren. An dieser Stelle sind vor allem die Anstrengungen der Partner im Rahmen des Bündnisses Ausbildung Hessen zu nennen, als einen Schritt zur Verbesserung des Übergangs von der Schule in die Berufsausbildung hat die Landesregierung die zweistufige Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung entwickelt. Ziel ist es dabei, die Jugendlichen bereits nach einem Jahr Übergang in eine duale Ausbildung zu qualifizieren. Bestandteil ist auch hier eine intensive Berufsorientierung. Darüber hinaus ergänzend die qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule, das Ausbildungsplatzprogramm, das Hauptschülerprogramm, Initiative Bildungskette. Wir machen eine ganze Menge, und durch dieses und andere Projekte wird der Übergang von der Schule in den Beruf so gestaltet werden, dass junge Menschen zügig und entsprechend ihrer Kompetenzen eine berufliche Ausbildung vermittelt bekommen. So. Und auch wer seinen Platz auf dem Arbeitsmarkt verloren oder bisher nicht gefunden hat, wird von uns nicht im Stich gelassen. Mit dem Förderangebot Kompetenzen entwickeln, Perspektiven ermöglichen, können Langzeitarbeitslose einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen und sich zeitgleich praxisnah qualifizieren. Und damit hilft die schwarz-grüne Landesregierung bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben, meine Damen und Herren. Die SPD behauptet in ihrem Antrag, in Hessen würde zu wenig für Inklusion und Integration auf dem Arbeitsmarkt getan. Werfen wir doch auch hier einmal einen Blick auf die Fakten. Inklusion ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeitsmarktpolitik. Bereits im Jahr 2014 startete daher das Hessische Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen, das vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gemeinsam mit dem Landeswohlfahrtsverband in enger Zusammenarbeit mit den Trägern der Arbeitsvermittlung entwickelt wurde, meine Damen und Herren. Und auch das Nachfolgeprogramm bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumente, die von der Förderung von Praktika über Probebeschäftigung bis hin zur Einstellung von Arbeitsverhältnissen und für Integrationsabteilungen bis zur Projektförderung Dritte für besondere Maßnahmen darstellen. Ebenso ist die Integration von Flüchtlingen für uns von großer Bedeutung. Dabei wollen wir für Flüchtlinge ab 18 Jahren, die eine gute Bleibeperspektive aufweisen, eine Brücke in Arbeit und Ausbildung bauen. Wir haben die berufsspezifische Sprach- und Arbeitsmarktförderung im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets aufgestockt. Und durch eine enge Einbindung der kommunalen Ebene stellen wir sicher, dass unsere Förderung auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt wird. Darüber hinaus haben wir Mittel für das Programm Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen zur inklusiven Förderung junger Flüchtlinge um 3 Millionen € erhöht.
Dadurch kann jungen Menschen, die gar nicht erst eine Berufsberatung aufsuchen oder berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen abbrechen, auch einzelfallgerecht geholfen werden. Das Programm dient dem Erwerb der Ausbildungsreife und eben auch eventuell fehlender Schulabschlüsse. Das Ganze wird dann flankiert mit einer Vielzahl von Projekten und Initiativen, die benachteiligte Jugendliche auf dem Weg in ihre Arbeitswelt unterstützen sollen. Beispiel ist hierfür die gemeinnützige Initiative Joblinge zu nennen, welches das Engagement zahlreicher Partner aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft bündelt. Mit mehr als 1.000 erfolgreichen Ausbildungs- und Arbeitsplatzvermittlungen kann sich Joblinge als Erfolgskonzept sehen lassen. Auch die Maßnahmen, die die Gestaltungspartner gemeinsam mit der Landesregierung im Gesamtkonzept Fachkräftesicherung Hessen vereinbart haben, befinden sich in der Umsetzung. Ich nenne das Hochschulpakt 2020, die Initiative Pro Abschluss, Welcome Center Hessen oder Infoportal Work in Hessen. Manches ist bereits umgesetzt, manches ist in Planung, und anderes sind Daueraufgaben unserer Angebote. Um den arbeitsmarktpolitischen Akteuren und Institutionen einen zentralen Ansprechpartner zu bieten, wurde des Weiteren die Stabsstelle Fachkräftesicherung eingerichtet. Ziel dieser Stabsstelle ist es, den Fachkräftebedarf in Hessen auf drei Handlungssäulen zu sichern: die Aus- und Weiterbildung, die potenzialorientierte Arbeitsmarktpolitik und die Internationalisierung als Standortfaktor, Zuwanderung und Integration gestalten. So steht den Akteuren, also sie steht den Akteuren beratend zur Seite und koordiniert parallel landesweite Maßnahmen und erarbeitet neue Strategien. Meine Damen und Herren, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt nahe der historischen Höchstgrenze. Und gerade heute Morgen im FAZ-Newsletter war zu lesen, die neuen Zahlen des Statistischen Landesamtes: Ende 2017 waren in Hessen 3,47 Millionen Menschen in Arbeit, so viele wie niemals zuvor. Seit der letzten Rezession sind rund 300.000 neue Jobs hinzugekommen. Manche hören ja gar nicht mehr hin, wenn solche Zahlen genannt werden, weil es einfach inzwischen eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zusammenfassen. Die genannten Beispiele machen klar, die Hessische Landesregierung ist im Bereich Arbeitsmarktpolitik und Fachkräftesicherung nicht untätig. Im Gegenteil, fördern und initiieren wir eine Vielzahl von Programmen, die die Durchlässigkeit der Bildungswege sowie die Ausbildungs- und Arbeitsmarktteilhabe von jungen Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Flüchtlingen sowie Langzeitarbeitslosen kontinuierlich verbessert. Damit tragen wir nicht nur zur Verbesserung der Lebensqualität und der Chancen der einzelnen Betroffenen bei, sondern arbeiten auch effektiv gegen den Fachkräftemangel. Und auch wenn die SPD versucht, Staub aufzuwirbeln, zeigen die Fakten und das umfangreiche Engagement für jeden ganz eindeutig, die Ausbildungspolitik ist bei der schwarz-grünen Landesregierung in guten Händen. Vielen Dank. Ja, ja, ich denke das. Vielen Dank. Das war die erste Rede der Kollegin Heitland in diesem Haus. Dazu herzlichen Glückwunsch. Kolleginnen und Kollegen, bevor ich Herrn Bocklet das Wort erteile, möchte ich den ehemaligen Kollegen Stephan auf der Tribüne begrüßen. Guten Morgen. Herr Bocklet, Sie haben das Wort. Moin. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Auch ich möchte mich bedanken an meine Kollegin Vorrednerin. Sie haben sehr, sehr viele Fakten aufgezählt und haben darauf hingewirkt, dass wir zwischen Alarmismus, dass es zu Alarmismus keinen Grund gibt. Wir haben mit der Frage der Ausbildung für Jugendliche eine Daueraufgabe. Da werden Sie mir zustimmen. Es ist jedes Jahr gibt es Jugendliche, die den Ausbildungsplatz suchen. Es gibt jedes Jahr Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und es gibt keinen Automatismus, dass dieses Land so gut aufgestellt ist. Man muss jeden Tag dafür kämpfen, dass jeder Jugendliche tatsächlich einen Ausbildungsplatz findet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will noch einmal auch ein Stück weit etwas sagen zur Haltung und zur Position. Darüber sind wir doch hier in diesem Hause eigentlich nicht streitig. Eine gute Ausbildung ist eine zwingend notwendige Grundlage für alle Jugendlichen, für ein Berufsleben und damit für ein selbstständiges Leben und Einkommen in unserer Gesellschaft. Wir wollen auch deshalb, und das hat nicht nur die Sozialdemokraten für sich beschlossen, sondern wir haben das im Koalitionsvertrag vor 5 Jahren festgehalten, wir wollen deshalb, dass alle Jugendlichen einen Abschluss erhalten. Jedem Jugendlichen soll eine Ausbildungsstelle angeboten werden. Und das ist nicht nur ein bildungspolitisches, ein sozialpolitisches, nein, ich gehe sogar ein Stück weiter, ich sage, das ist ein gesellschaftliches Muss, ein Muss, weil es für eine gerechte Teilhabe an der Gesellschaft und gerade bei Stadtteilen mit erhöhten sozialen Problemen und bildungsferneren Jugendlichen dazu beiträgt, dass wir einen dauerhaften sozialen Zusammenhalt überhaupt erst bekommen. Und dieses Ziel, darüber darf es doch keine Zweifel geben in diesem Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist die Situation? Ich würde sie gerne noch einmal aus einer anderen Perspektive beleuchten wollen, als das die Kollegin Gnadl von der SPD getan hat. Die Zahlen vom Februar 2018, also die der Bundesagentur für Arbeit über die Situation von Auszubildenden, ist wie folgt: 42.000 gemeldete Bewerber und 40.000 von denen sind versorgt. Können wir in dieser Stunde? Moment, ich komme dazu, Frau Kollegin. 40.000 von 42 sind versorgt. Können wir erst einmal die Größe haben, in diesem Haus festzustellen, dass damit ein überwiegender Kraftakt gelungen ist, 40.000 Jugendlichen eine gute Ausbildung zu geben, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen? Ist das erst einmal eine gute Nachricht? Kann man darüber Einigkeit erzielen? Es gibt 1.800 unversorgte Jugendliche. 1.800 unversorgte Jugendliche. Richtig. Und das kann man auch nicht schönreden, keiner will das auch. Man muss es sich nur sehr genau angucken. Denn, jetzt kommt zur Überraschung aller, wir haben gleichzeitig 2.600 offene Ausbildungsstellen. Dann mag man doch der Geneigte, der sich nicht täglich damit beschäftigt, Frau Kollegin Wissler, Sie auch vielleicht, wissen dann, 1.600 Unversorgte, 2.600 offene Auszubildungsstellen. Wie passt das denn? Wie passt das denn zusammen? Und jetzt wird es komplex. Und wenn es, nein, Frau Wissler, wenn eine bestimmte Situation komplex wird, rentiert es sich eben nicht für Oppositionsrhetorik, sondern da muss man genau hingucken, was man tut, und nicht einfach nur schreien, Skandal, Skandal. Das ist das Schwierige daran. Wir haben deshalb auch im Bündnis für Ausbildung festgehalten, wir wollen die schulische Laufbahn tatsächlich so erleichtern, dass sie alle zu Abschlüssen führt. Wir wollen, dass der Abschluss so gut ist, dass tatsächlich auch Auszubildende eine passende Ausbildung finden. Das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Wir wissen doch darum, wie viele Jugendliche gerade in Schulen diese Probleme haben, einen guten Abschluss zu bekommen. Das negiert doch keiner. Aber man muss es bearbeiten und nicht nur Skandal schreien. Zweitens. Wir wollen die Übergänge nach der Schule optimieren. Das Matching, das sogenannte, muss verbessert werden, dass auch tatsächlich die Jugendlichen so beraten werden, dass sie den richtigen Ausbildungsplatz finden. Und für gering Vorqualifizierte wollen wir die Ausbildung auch begleiten, damit die Abbrecherzahlen, auch das ist ein Problem, weiter reduzieren. Und natürlich, ich habe es schon gesagt, mit dem Bündnis für Ausbildung haben wir faktisch eine Ausbildungsgarantie geleistet, denn jedem Jugendlichen, der das möchte, soll eine duale Ausbildungsstelle angeboten werden. Nur was passiert, wenn dieser Jugendliche sie nicht annehmen kann oder die Unternehmen sagen, diesen Jugendlichen können wir nicht nehmen? Da bedarf es also einer Bündel von Maßnahmen. Und dazu möchte ich gerne Ihnen etwas sagen. Was sind die Fakten, was das Land dafür tut? Sie haben das Bild versucht zu stellen, das wird Ihnen nicht gelingen, dass das Land zu wenig tut. Wir haben allein an Landesmittel beim Bündnis im Zusammenhang mit Bündnis für Ausbildung, ich nenne zwei Posten, Ausbildungskostenzuschuss oder das Ausbildungsbudget, die letzte Zahl waren es, über 27 Millionen € gibt das Land dafür aus.
Und wenn ich die schulische Vorbereitung BGJ, BVJ oder die Berufsfachschulen dazu nehme, kommen noch einmal rund 117 Millionen € dazu. Und was wir nicht vergessen dürfen, Frau Gnadl, sind die Angebote der Bundesagentur für Arbeit U25. Hier werden auch noch einmal 33 Millionen € ausgegeben für Ausbildungsgänge wie z.B. BERP, BVB, Einstiegsqualifizierung und viele mehr. Das sind weit, weit über Hunderte von Millionen, die dort investiert werden, in einer Fülle von Maßnahmen, die alle sinnvoll sind. Deswegen wird die Sache nicht einfacher, weil wir die Jugendlichen, so wie sie sind, erst einmal zunächst nur mühsam, langsam verändern können. Und wir müssen das tatsächlich individuell bearbeiten, dass jeder Jugendliche ein passendes Angebot bekommt. Und wie wird das so? Wir sagen, ja, das habe ich schon betont, dass es nicht einfach ist, dass die Integration nicht jedem Jugendlichen gelingt. Deswegen muss man eine Kooperation angehen mit mehreren anderen Partnern. Das ist passiert hier im Lande Hessen. Und ich möchte jetzt mal einige sechs Beispiele aufführen. Die qualifizierte Ausbildungsbegleitung, Frau Kollegin hat es gesagt, QAP, das Ausbildungsprogramm oder das Hauptschülerprogramm, die Initiative Bildungskette verbessert die Berufsorientierung, den Übergang in die Begleitung während der Ausbildung. Denn die Jugendlichen brauchen die Unterstützung im Übergang von Schule in Beruf. Wir haben bei der OLUF-Strategie nicht zu vergessen, im Rahmen der Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit, das ist ein extrem wichtiges Projekt. Ich selbst habe einige in Fachtagungen beigewohnt. Ganz wichtig die OLUF-Strategie mit der Wirtschaft, kommunalen Spitzenverbänden, der Regionaldirektion Hessen. Das Problem ist doch gesehen und wird auch bearbeitet. Ich möchte das vierte Beispiel sagen. Durch die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung, das berühmte BÜA, das jetzt als Modell läuft und auch bald, so hoffentlich es denn gelingt, das Modell auch als eine flächendeckende Perspektive wird. Und ich sage fünftens, auch wir haben uns auch darum gekümmert, dass 3 Millionen € dafür ausgegeben werden für so inklusiven Förderung von Jugendlichen. Und sechstens, lassen Sie mich das Beispiel Joblinge erwähnen. In Hessen haben bereits mehr als 1.000 Jugendliche dank Joblinge ihren Weg in Ausbildung oder Arbeit gefunden. Das ist eine gemeinnützige Initiative, die bürgerschaftliches Engagement zahlreicher Partner aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft bündelt, damit benachteiligte Jugendlichen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt einen guten Weg gehen. Also, Sie sehen, es passiert unheimlich viel. Es wird unheimlich viel Geld dort reingesteckt. Und deswegen finde ich, es ist kein Grund zu Alarmismus, es ist kein Grund zur Skandalisierung. Es ist aber auch kein Grund, sich darauf auszuruhen, weil wir wissen, dass Jugendliche junge Menschen sind mit unterschiedlichen Problemlagen. Wir wollen ihnen von Beginn an einen guten Unterricht zukommen lassen, dass sie ihn überhaupt schaffen, den Abschluss, den Schulabschluss, den Hauptschulabschluss. Und wenn ihnen das nicht gelingt, wollen wir ihnen dabei helfen, dass sie eine Einstiegsqualifizierung, eine Berufsvorbereitung bekommen im Übergangssystem, das weiter abgesunken ist, weil wir wollen sie zielführend zu Abschlüssen führen. Und wir wollen dort, wo es dann tatsächlich notwendig ist und sie keinen Ausbildungsplatz finden, entweder eine überbetriebliche Ausbildung finden oder aber sie werden dann mit einer begleiteten Ausbildung kommen. Und all das ist ein rundes Bild, das die Politik und hier in Hessen durch die CDU und Grünen angehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Essentiell war für Sie die Verankerung der Berufsorientierung. Auch da möchte ich Ihnen sagen, dass das schon im Schulgesetz so vorgesehen ist. Sie fordern auch in den Produktionsschulen, auch das wurde im neuen Schulgesetz so verankert. Ich glaube, auch das bleibt eine Daueraufgabe. Auch das lässt sich sicherlich verbessern von Beginn an. Aber wenn ich noch etwas sagen darf zu dem Thema, was die SPD fordert. Ich habe hier ein Zitat. Wir wollen die berufliche Qualifikation für jeden jungen Menschen in Hessen besser verankern. Zweitens soll die duale Ausbildung bei Bedarf weiter ergänzt werden, z.B. durch Produktionsschulen. Statt einer unübersichtlichen Förderlandschaft wollen wir deshalb jungen Menschen ohne Ausbildungsperspektive Hilfe aus einer Hand bieten. Und schließlich wollen wir diese Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüfen. All das passiert schon. Es passiert schon. Mehr noch, es ist in Gesetzen verankert. Und jetzt kommt das, was ich eben zitiert habe, ist das Landtagswahlprogrammentwurf der SPD für die Jahre 2019 bis 2025. Ich sage Ihnen nun zum Abschluss meiner Rede, guten Morgen, liebe SPD, wir machen schon viele Jahre das, was Sie wollen für die Zukunft. Sehr herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist nach wie vor angespannt. Und deshalb ist es gut, dass wir heute über dieses wichtige Thema hier im Landtag diskutieren. Während immer mehr Unternehmen über Fachkräftemangel klagen, sinkt die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge seit Jahren. Und auch hier stelle ich mal wieder fest, dass das Weltbild der schwarz-grünen Koalition in einem krassen Widerspruch zur Wirklichkeit steht, meine Damen und Herren. Sie haben Ihren Antrag überschrieben mit den Worten gute Bedingungen für Auszubildende in Hessen. Aber dabei sieht es doch in Hessen ganz besonders düster aus für Auszubildende, für Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, meine Damen und Herren. Sie schreiben in Ihrem Antrag alles ernstens. Weil jede und jeder bei uns eine Chance auf Ausbildung erhält, haben wir in Hessen de facto eine Ausbildungsgarantie. Ich sage Ihnen, das ist ein Hohn gegenüber Tausenden Bewerberinnen und Bewerbern, die unversorgt bleiben, gegenüber den Zehntausenden in Übergangssystemen und gegen den Tausenden sogenannten Altbewerbern. Nun ist es ja so, dass Sie mir meistens nicht glauben, nicht wahr, Frau Lannert? Deswegen empfehle ich Ihnen wärmstens und ich lege Ihnen ans Herz den Bericht Berufsausbildung in Hessen 2017. Diesen Bericht geht alljährlich das Wirtschaftsministerium heraus. Ich kann sagen, das ist ein sehr lesenswerter und faktenreicher Bericht. Den empfehle ich Ihnen, weil, Frau Kollegin, nicht wir erzählen hier Schauergeschichten. Die Zahlen sind eine Schauergeschichte. Die sollten Sie sich einmal zu Gemüte führen. In diesem Bericht steht, dass es nach wie vor einen erheblichen Mangel an Ausbildungsplätzen gibt. Das können Sie auf Seite 4 nachlesen, Herr Boddenberg. Zitat: Danach haben sich die Ausbildungschancen der Jugendlichen rechnerisch verschlechtert. Und das ist ein flächendeckendes Problem in allen Kreisen. Über alle Regionen und Kreise ist das ein Problem. Und ich lese Ihnen ein weiteres Zitat vor aus Ihrem eigenen Bericht oder aus dem Bericht der Landesregierung. Zwar gibt es auch auf Bundesebene ein Defizit an Ausbildungsplätzen, allerdings fällt dieses in Hessen rechnerisch weiterhin größer aus. Auch das steht in Ihrem Bericht. Und wenn man sich die Angebots-Nachfrage-Relation anschaut, die sich auf Bundesebene übrigens verbessert hat, stellt man fest, dass die in Hessen schlechter geworden ist und dass Hessen ganz, ganz weit hinten steht bei den Bundesländern. Schlechter ist nur noch Nordrhein-Westfalen. Und da sage ich, sind das die guten Bedingungen, die Sie in Ihrem Antrag meinen? Alles Ernstes, lesen Sie sich Ihre eigenen Zahlen durch, und dann überlegen Sie, ob Sie diesen Antrag nicht lieber zurückziehen sollen, meine Damen und Herren. Ja, es ist richtig, dass auch Stellen unbesetzt bleiben. Aber die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist immer noch größer. Und es gibt eine große rechnerische Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Natürlich sollen auch die Beratungs- und Vermittlungsangebote verbessert werden. Natürlich. Aber eine rechnerische Lücke kann man ja nicht wegberaten oder vermitteln. Dafür müssen die Unternehmen ihrer Verantwortung nachkommen und mehr Ausbildungsplätze schaffen. Aber die Ausbildungsbereitschaft in hessischen Betrieben ist weiter zurückgegangen. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe sinkt. Nur ein Fünftel der Betriebe bildet überhaupt aus. Fast die Hälfte der hessischen Betriebe haben nicht einmal eine Ausbildungsberechtigung. Und seit 2008 haben sich 14,5 % der Betriebe aus der Berufsausbildung zurückgezogen. Wir haben eine Situation, wo die Zahl der Beschäftigten ansteigt, aber die Zahl der Auszubildenden sinkt. Die Ausbildungsquote in Hessen liegt bei 4,5 %. Das ist unter dem westdeutschen Durchschnitt. Und das Minus von 9 % bei den Ausbildungszahlen seit dem Jahr 2009 sei laut Ihrem Bericht, können Sie nachlesen auf Seite 36, sei beachtlich. Umso wichtiger ist es, dass die Ausbildung endlich auch ein verbindliches Kriterium im Vergabegesetz gemacht wird, damit Betriebe, die nicht ausbilden, auch nicht noch durch öffentliche Aufträge belohnt werden. Klein- und Kleinstbetriebe bilden weiterhin überproportional aus, obwohl sich und während sich viele große Unternehmen aus der Verantwortung stehlen. Deswegen fordern wir seit Langem mit den Gewerkschaften gemeinsam die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage. Weil wenn die großen Unternehmen schon unzureichend ausbilden, dann sollen sie sich wenigstens an der Finanzierung beteiligen, meine Damen und Herren. Aber die Landesregierung setzt mit ihrem Bündnis Ausbildung Hessen wieder darauf, dass die Wirtschaft sich selbst verpflichten soll. Und wie weit man und dass sie sich selber verpflichten soll und weitere Ausbildungsplätze schaffen soll. Aber wie weit wir mit den ganzen Absichtserklärungen und Appellen und Selbstverpflichtungen gekommen sind, das zeigen die Zahlen in Ihrem eigenen Bericht
eindrucksvoll. Und deshalb, wir brauchen eine Ausbildungsumlage, wir brauchen eine stärkere Förderung von Ausbildungsverbünden, wir brauchen nein, genau die nicht, und wir brauchen eine überbetriebliche Ausbildung durch das Land. Das würde insbesondere die kleinen Betriebe unterstützen. Und, Herr Boddenberg, weil Sie das reingeworfen haben, Sie müssten sich mit der Materie mal insoweit befassen, dann würden Sie ja feststellen, dass die Handwerksbetriebe überproportional ausbilden. Das heißt, die würden dann keine Umlage bezahlen. Ich sage aber auch, dass eine Landesregierung nicht glaubwürdig ist, wenn sie an die gesellschaftliche Verantwortung, wenn sie an die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen appelliert, wenn sich das Land selber aus der Ausbildung zurückzieht und Ausbildungsplätze streicht. Und auch hier lese ich Ihnen aus Ihrem eigenen Bericht vor, Seite 25, wenn Sie mitlesen möchten, Zitat, die Bedeutung des Zuständigkeitsbereichs öffentlicher Dienst auf dem dualen Ausbildungsmarkt nimmt bundesweit ab, mit einem Minus von 26% gegenüber dem Jahr 2000 übertrifft der Rückgang in Hessen aber den in Westdeutschland deutlich. Da liegt er nur bei minus 7%, schlimm genug. Und auf Seite 78 ist eine sehr interessante Tabelle. Da ist nämlich, ja, ich lese, was die Landesregierung schreibt. Das sollte die Landesregierung auch einmal tun. Auf Seite 78 befindet sich eine Tabelle. Da ist die Entwicklung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge nach Wirtschaftsbereichen aufgeführt. Und der mit Abstand größte Rückgang von Ausbildungsplätzen ist im öffentlichen Dienst zu verzeichnen. Und deshalb, das Land muss endlich seiner Verantwortung nachkommen und mehr ausbilden. Weil wenn der öffentliche Dienst nicht ausbildet, dann kann man auch nicht glaubwürdig an die Unternehmen appellieren, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir zum Übergangsbereich. In Hessen befinden sich besonders viele Jugendliche im Übergangsbereich in berufsvorbereitenden Maßnahmen, den sogenannten Warteschleifen. Die Arbeitsmarktchancen der jungen Menschen in diesen Maßnahmen sind schlecht. Auch das stellt das Wirtschaftsministerium in seinem Bericht fest. Ja, dass die Zahl angestiegen ist, das liegt auch in der Tat an InteA und an der Zahl der Geflüchteten und Zuwanderer. Aber InteA ist nicht einmal ein Viertel der insgesamt 29.000 Jugendlichen im Übergangsbereich. Und das Problem des Übergangsbereichs ist, dass die allermeisten dieser Maßnahmen überhaupt keine Anrechenbarkeit haben. Sie bringen nichts für die spätere Berufsausbildung, und ein Großteil der Menschen, die diese Maßnahmen durchlaufen, finden danach eben auch keinen Ausbildungsplatz. Fast 20.000 sogenannte Altbewerber gibt es in Hessen, und viele von ihnen bleiben dauerhaft unversorgt. Von einer de facto Ausbildungsgarantie, wie Sie in Ihrem Antrag schreiben, kann überhaupt keine Rede sein, meine Damen und Herren. Und wenn, weil die Unternehmen ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind, Ausbildungsplätze zu schaffen, ist hier ein Wirrwarr an Ersatzangeboten entstanden. Wenn man sich anschaut, dass, und Herr Bocklet, da ist nicht das Problem, dass da zu wenig Geld drin ist, sondern das ist auch gar nicht die Kritik gewesen, sondern dass diese Maßnahmen einfach schlecht strukturiert sind und dass sie verändert werden müssen, dass sie dazu führen müssen, dass Menschen deshalb Abschlüsse bekommen, dass sie anerkannt werden müssen, weil sonst empfinden das Jugendliche zu Recht als verlorene Jahre. Und dann müssen wir über die vielen Menschen reden, die unbemerkt raus aus dem Bildungssystem fallen und aus der Statistik. Von 42.000 Bewerberinnen und Bewerbern begann 2016 nur knapp die Hälfte eine Berufsausbildung. Andere gehen direkt in die Erwerbstätigkeit, sie bleiben in der Schule, sie machen Praktika oder sie landen eben im Übergangssystem. Dass Jugendliche mit Migrationshintergrund in dem Bereich besonders benachteiligt ist, auch das kann man in dem Bericht nachlesen. Bei 22% der Bewerber ist der Verbleib einfach nicht bekannt. Man weiß einfach nicht, was aus diesen jungen Menschen geworden ist und wo sie untergekommen sind. Und in dem Bericht kann man nachlesen, und das fand ich ein beeindruckendes Zitat, dass davon auszugehen ist, dass sie sich, Zitat, faktisch in einer eher schwierigeren Lage befinden. So viel zu den guten Bedingungen. Und da mögen Sie sagen, kein Alarmismus. Aber alarmierend finde ich das schon, Herr Bocklet, was hier steht und was die Perspektiven dieser jungen Menschen sind. Und deshalb ist die Forderung im SPD-Antrag richtig, dass wir eine umfassende Erfassung aller Schulabgänger brauchen, dass Jugendliche nicht einfach unbemerkt aus dem Bildungssystem herausfallen und ihnen droht, ohne Ausbildung dauerhaft im Niedriglohnbereich zu arbeiten oder in der Erwerbslosigkeit zu landen. Und deshalb, Sie müssen aufpassen, dass man hier nicht einfach mit Zahlen auch trickst, weil natürlich die Jugendlichen, die dann ins Übergangssystem wandern, einfach rausfallen aus der Statistik. Das bedeutet aber nicht, dass sie versorgt sind oder einen Ausbildungsplatz haben. Und deshalb sollte man sich nicht Zahlen schönreden, sondern die Sorgen der Menschen ernst nehmen, meine Damen und Herren. Auch über die Qualität
der Ausbildung ist zu reden. Der DGB in seinem Ausbildungsreport beklagt regelmäßig, dass die Qualität der Ausbildung deutlich zu wünschen übrig lässt. Wir müssten über die Berufsschulen reden. Ich sage einmal das Stiefkind der hessischen Bildungspolitik. Zwei Drittel aller Berufsschüler, Herr Minister, sagen, dass die Berufsschulen zu schlecht ausgestattet sind, dass sie keine zeitgemäße, dass sie keine zeitgemäßen Unterrichtsmaterialien haben. Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist äußerst bedauerlich, Frau Präsidentin. Aber deswegen zum Schluss zu kommen, über die Qualität wäre zu reden und über die Arbeitsbelastung. Ich will noch feststellen, Bildung ist ein Menschenrecht und auch die Ausbildung. Wir sollten nicht zulassen, dass junge Menschen in Ausbildung gezwungen werden, die sie eigentlich gar nicht machen wollen, weil sie kein anderes Angebot haben. Wir haben gerade eine Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst, wo die Auszubildenden zu Recht mehr Vergütung fordern oder teilweise überhaupt, dass sie erst einmal Geld bekommen. Und deshalb, wer will, dass mehr Fachkräfte ausgebildet werden, der muss Ausbildungsplätze schaffen und der muss endlich die Unternehmen in die Verantwortung nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ja manchmal etwas betrüblich für Abgeordnete im Landtag, die ein wichtiges Thema diskutieren wollen, wenn sie auf die Abgeordneten treffen, die die Regierung hier unterstützen, wenn man auf die CDU und GRÜNEN Abgeordneten hier trifft und immer wieder das gleiche Vorgehen erlebt, indem man einfach sagt, es gibt kein Problem. Ein Land, in dem er gut und gerne lebt, und es gibt kein Problem. Also, so können Sie keine Politik machen. Sie können doch sich nicht jeder Herausforderung verweigern. Die jungen Auszubildenden, die Unternehmen, die Wirtschaftsverbände, all die, die sagen, es gibt ein Problem, den können Sie doch nicht sagen, stimmt nicht. Es interessiert uns nicht. Es gibt kein Problem. Sie machen sich doch unglaubwürdig, und Sie verspielen die Zukunftschancen der jungen Menschen in unserem Land. Ich bin der SPD sehr dankbar, dass sie heute dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat, weil es ein Thema ist, das ein Querschnittsthema ist und das ganz viele Bereiche anspricht, die für unsere Wirtschaft, für den Wohlstand unseres Landes zentral sind. Das zentrale Thema ist natürlich die Fachkräftegewinnung. Das hört sich so abstrakt an. Das hört sich so theoretisch betriebswirtschaftlich an. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, wenn Unternehmen, die Produkte herstellen, die innovativ sind, niemanden mehr finden, der auf dem Niveau, das sie nötig haben, bei ihnen arbeiten, dann können die keine Produkte mehr produzieren, die sie nicht verkaufen können. Dann entsteht kein Verdienst der Unternehmen. Dann zahlen die weniger Steuern. Das führt dazu, dass die wichtigen Bildungs- und Sozialsysteme in unserem Land nicht mehr finanziert werden können. Das ist das abstrakte Thema Fachkräftemangel. Es geht um den Wohlstand unseres Landes. Und wenn Sie über die Zukunft der Ausbildung sprechen, dann muss ich Linkspartei und SPD bitten, mal diese Feindbilder, die sich irgendwie festgesetzt haben, dass Unternehmen kein Interesse daran haben, junge Menschen auszubilden, damit sie zum Erfolg des Unternehmens beitragen, dass sie diese Festlegung in ihrem Kopf mal auflösen. Sie alle würden doch sagen, das duale System in Deutschland ist ein Erfolgsmodell, um das uns die ganze Welt beneidet. Das würde doch hier niemand widersprechen wollen. Und der Grund, warum das ein Erfolgsmodell ist, ist, weil die Unternehmen, die Handwerksbetriebe, die Mittelständler, dass die Unternehmen erkannt haben, vor langer, langer Zeit, dass das duale Ausbildungssystem ein riesen Wettbewerbsvorteil ist und eine riesen Entwicklungschance für ihr Unternehmen. Und darum sind die sehr, sehr wohl bereit, junge Menschen auszubilden. Das sollten Sie mal ganz klar zur Kenntnis nehmen. Und wenn Sie zu diesen Unternehmen gehen und fragen, warum bildet ihr nicht aus? Was ist das Problem? Und wenn Sie zu kleinen Handwerksbetrieben gehen und fragen, warum bildest du nicht mehr aus? Dann sagen die nicht, ich will nicht mehr, ich spare mir das.
dann kriegen Sie andere Argumente. Dann kriegen Sie das Argument, ich finde keinen Jugendlichen, der auf die Herausforderungen und die Ansprüche, die ich an der Ausbildung habe, tatsächlich passt. Ich finde keinen Jugendlichen, den ich zum Ende einer Ausbildung, die sehr anspruchsvoll ist, führen kann. Und diese Unternehmen würden sich nicht nur Zwangsmaßnahmen wünschen. Die sind auch gerne bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um Auszubildende zum Erfolg zu führen. Die brauchen eher eine Unterstützung, dass jemand, dem sie eine Chance für eine Ausbildung geben, diese dann auch über das normale Maß der Unterstützung hinaus zu diesem Ausbildungsziel führen kann. Versuchen Sie, die Probleme nicht gegeneinander zu lösen. Versuchen Sie, die Probleme nicht gegen die Wirtschaft zu lösen, die Unternehmen. Die Unternehmen sind nämlich auch nicht abstrakt. Das ist ein Handwerksmeister, das ist ein Geschäftsführer, der hat Interesse. Für den sind die Mitarbeiter nicht irgendwelche Zahlen in irgendwelchen Tabellen. Das sind seine Mitarbeiter, auf deren Zukunft er setzen muss. Versuchen Sie nicht, ein Bild zu stellen, die einen gegen die anderen, sondern die Frage ist, warum unser hervorragendes System so scheinbar nicht mehr optimal funktioniert, wie es einmal funktioniert hat. Und da lassen Sie mich mal auch Lösungswege beschreiben. Was kann uns helfen auf diesem Weg, dass wir dort wieder besser werden? Und auf Welt Online war zu lesen, Deutschland hat ein neues großes Bildungsproblem. Deutschland hat ein neues großes Bildungsproblem. Und wo macht sich das fest? Es macht sich fest bei der Frage der Chancen von Migranten in unserem Land. Es macht sich fest an Chancen von Migranten in unserem Land. Der EU-Durchschnitt von Migranten, 15-jährigen Migranten und ihrem Bildungsabschluss, liegt im EU-Durchschnitt 22% unter der etablierten Wohnbevölkerung. Im EU-Schnitt 22%. Es gibt Länder wie Kanada, da sind die Bildungsabschlüsse der Migranten sogar leicht besser als die der Wohnbevölkerung. Also, es muss nicht so sein. Aber es gibt nun einmal die Bundesrepublik Deutschland, bei der sind das 36%. Mehr als ein Drittel der Migranten in Deutschland haben im Schnitt schlechtere Bildungschancen als die Wohnbevölkerung, die etablierte Wohnbevölkerung. Und das ist ein Skandal. Und das ist ein Problem. Und wenn wir sehen, wenn wir in die Kindertagesstätten im Ballungsraum gehen und wenn wir sehen, wie hoch der Migrantenanteil ist, und der Migrantenanteil wird immer größer in Bildungseinrichtungen, und wenn wir wissen, was das in 5, 6, 7, 8 Jahren für den Ausbildungsmarkt bedeutet, dann kann ich nur immer wieder darauf hinweisen, wir müssen die frühkindliche Bildung stärken. Wir müssen den Ganztagsbereich schon im Grundschulbereich qualitativ aufrüsten. Wir müssen all diese bekannten Maßnahmen gegen das Erzeugen von Bildungsverlierern, die müssen wir sofort und schnellstmöglich ergreifen, weil nämlich dann am Ende, am langen Ende, und da haben Sie doch mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Schulen überall gesprochen, diese Parksysteme im Schulsystem, bei den Berufsschulen, die sind gigantisch teuer und produzieren aber am Ende doch nicht das, was wir brauchen in der Wirtschaft. Und darum müssen wir vorne ansetzen, und wir müssen sofort vorne ansetzen. Und darum ist das, was die Landesregierung macht, dass sie bei dem Bereich Migranten sogar zweistellige Millionenbeträge herausnimmt aus dem Haushalt, dass das Geld weniger zur Verfügung steht. Das sind völlige Fehlentwicklungen. Die Frage, wo ist der Schwerpunkt in der frühkindlichen Bildung? Ist es bei Kostenfreiheit? Ist es bei Kostenfreiheit oder ist es bei Qualitätsgewinn? Natürlich ist es bei Qualitätsgewinn. Natürlich geht es um Lebenschancen, die hier nicht gegeben werden, Lebenschancen von Menschen, und die am Ende dann auch für die Allgemeinheit ein Problem werden. Und ich möchte an der Stelle auch noch einmal deutlich machen, nicht gegeneinander, miteinander. Die Frage der Orientierungsphase in den Schulen, ich finde das Thema Arbeitslehre, das Sie aufgegriffen haben, hervorragend. Ich finde die Frage der Berufsorientierung hervorragend. Da müssen wir besser werden. Natürlich ist OLOF ein gutes Projekt. Aber jeder, der sich damit vor Ort beschäftigt hat, weiß, dass es noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass es ein guter Weg ist. Aber wir müssen doch besser werden. Wir müssen besser arbeiten. Wir müssen die Vernetzung stärken. Ich kenne Bildungsmessen. In meiner Nachbarstadt Rottgau gibt es eine tolle Bildungsmesse.
Vor 10 Jahren musste man sich darum bemühen, mal da einen hinzukriegen, der ausstellt als Arbeitgeber. Heute rennen die Arbeitgeber der Stadt Rottgau die Tür ein und sagen, ich möchte mich präsentieren, weil ich bin auf der Suche nach guten, gut ausbildbaren jungen Menschen, denen ich eine Chance geben will. Das ist doch klar, dass hier ein Bedarf in der Wirtschaft da ist. Und wir müssen dafür sorgen, und das ist die Aufgabe des Landes, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die jungen Menschen, die in unserem Bildungssystem sind, eine gute Perspektive auf Ausbildung der Zukunft haben. Das ist die zentrale Frage, die wir lösen müssen. Und darum bin ich auch sehr froh, dass heute der Kultusminister spricht zu dem Thema, der uns vielleicht einmal erklären kann, was er tun will, dass die Bildungschancen von Migranten in unserem System überdurchschnittlich schlecht sind, was er tun will, damit sich das verbessert. Weil diese jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die in unseren Ballungszentren heute in die Kitas gehen, die brauchen wir morgen als gute Fachkräfte in unserem System, als Akademiker und als Fachkräfte in unserem System. Die können wir nicht aufgeben. Und wer das heute tut, verspielt die Zukunft in unserem Land. Vielen Dank. Vielen Dank.